Mach doch mal ein Video über deine persönliche Lieblingsausrüstung. Rucksack, Kocher, Geschirr, etc. Boah, das gibt's aber schon. Rucksack, habt ihr gesehen? Mein Standard-Waldrucksack hier. Den habe ich eigentlich, also das ist dieser Bundeswehr-Gebirgsrucksack oder Gebirgsjäger-Rucksack oder nur Jäger-Rucksack. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding immer offiziell genannt wird. Da gibt es so viele Namen für. Ich finde den cool. Ansonsten Trekking-Rucksack ist ja nochmal ein Thema für sich. Kocher habe ich mal diverse Outdoor-Kocher vorgestellt. All die, die ich vorgestellt habe, benutze ich auch. Persönlich mag ich diese olle Bushbox ganz gerne. Vielleicht auch aus Mangel an Alternativen. Inzwischen habe ich ja gelernt, es gibt 7000 tolle Hobos. Ich habe aber keine 7000 tollen Hobos. Ich habe bloß die Bushbox und die funktioniert. Und eigentlich bin ich mit dem Ding zufrieden und brauche deswegen keine anderen 6000 Hobos. Hobokocher sind keine Messer. Ein Hobokocher reicht. Messer kann man unendlich viele haben. Da steckt nicht wirklich ein Sinn hinter dieser Philosophie, aber egal. Geschirr, ja, meine Titantassen, Titantöpfe, also mit dem Zeug bin ich eigentlich auch ganz glücklich. Wenn ich mal irgendwas anderes in Verwendung habe, was ich toll finde, dann mache ich da auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu. Oder meintest du jetzt generell so ein Gesamtvideo, das ist jetzt so mein Standard? Das könnte ich mal machen. Ich habe jetzt gerade neulich mein Ausrüstungsregal mal ein bisschen verschönert, da kann ich eigentlich auch mit der Kamera draufhalten und mal erzählen, was da so liegt. Könnte ich mal machen, vielleicht interessiert es ja jemand. Dann hast du schon mal auf einer größeren Tour etwas sehr Wichtiges vergessen? Wenn ja, wie hast du es in dieser Situation improvisiert? Größere Tour, da ist es meiner Meinung nach schon ein ziemliches Tourabbruchkriterium, weil ich bin, wenn eine größere Tour, dann bin ich ja wirklich gerne irgendwo, wo es möglichst nichts gibt. Also Norwegen, Schweden, irgendwie sowas. Finnland, Island, abseits von allem. Bin ja aus Europa noch nicht großartig rausgekommen. Aber sowas in der Richtung, das verstehe ich unter einer größeren Tour. Und wenn einem da zum Beispiel ein Schlafsack oder ein Zelt oder sonst was fehlt, dann kann man wieder nach Hause gehen. Das wäre viel zu gefährlich. Sonst kommt man halt eben nicht wieder. Deshalb das Wichtigste, was ich mal vergessen habe und trotzdem die Tour angetreten bin, wobei es noch nie vorgekommen ist, dass ich eine Tour nicht angetreten bin, da hatte ich dann schon mal irgendwas dabei, war ein Löffel. Und da habe ich mir besagte Essstäbchen, ich hatte sie gerade erwähnt, improvisiert, habe sie dann immer wieder zwischendrin verloren oder aus Gewichtspargründen dagelassen am Lagerplatz und habe mir, glaube ich, über den Laufe der Tour, es waren 17 Tage oder was, ja ungefähr, können auch 16 oder 18 gewesen sein, also genau weiß ich das nicht mehr, aber habe mir da insgesamt bestimmt 6 Paar Essstäbchen produziert unterwegs. Oh ja, und halt, dann waren wir noch auf einer Schottland-Tour. Da ist mir ich war mir sicher, er riecht nicht mehr nach Benzin. Die Pumpe für meinen Benzinkocher vom Flugsicherheitsarschpersonal abgenommen worden, weil die der Meinung waren, riecht doch noch nach Benzin. War absolut leer, da hätte niemals was passieren können, aber die waren halt der Meinung, oder ihr blöder Spürhund hat das denen gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das da genau funktioniert beim Zoll. Ende vom Lied, ich kam jedenfalls an in Glasgow und hatte keinen, beziehungsweise einen Kocher hatte ich noch, aber ich hatte keine Benzinflasche mit Benzinpumpe, die ich in die Benzinflasche geschraubt hatte, mehr und konnte mit meinem Benzinkocher ergo wenig anfangen. War aber jetzt nicht so dramatisch und da man einen Kocher schlecht improvisieren kann und man in Schottland auch nicht genügend, da wo ich war, nicht genügend Holz findet, um nennenswert Feuerchen zu machen, gab es 2 Tage lang Reste vom Anreiseproviant. Ich habe grundsätzlich immer zu viel Anreiseproviant dabei. Und dann gab es... Dann haben wir uns so ein, das hat der Saki mal vorgestellt, so ein chemisches Heizset, wo du so irgendwelche Beutelchen in ein Wasserbad schmeißt, deine Tupperschüssel in Anführungszeichen draufstellst und da unten erhitzt sich das Wasser. Damit kriegt man Dinge warm, nicht kochend. Aber es hat gereicht, um Asianudeln zu machen. Und dann gab es, ich glaube, viele, viele Tage lang Asianudeln, bis dieses Zeug dann aufgebraucht war. Und dann ein paar Tage vor Schluss haben wir einen günstigen Camping-Gaskocher, also diese blauen Kartuschen mit dazugehörigen blauen Gaskocher für wenig Geld irgendwo organisiert und dann wurde damit gekocht. Ja, war nicht so prickelnd, aber war auch nicht so schlimm. Mmh.
Dann Julius Kraus, Hallöle Ben, sag mal, als was arbeitest du eigentlich genau und was machst du da denn so? Ja, ich habe vergessen, diesmal dazu zu sagen, dass ich das wieder immer noch nicht verraten möchte. Ich bin gerade so ein bisschen in der Orientierungsphase. Das heißt jetzt nicht, ich bin arbeitslos. Meistens heißt das ja. Ich guck mal, wo es jetzt hinführt. Ich mache noch nicht ganz das, was ich gerne machen möchte. Aber ich habe schon an manchen Stellen hoffentlich klar gemacht, ich bin nicht Förster. Also das bin ich nicht. Ich bin studierter Forstwissenschaftler und ich habe auch schon ein bisschen was im Wald gemacht. Aber ich will das halt eben nicht unbedingt breittreten, weil sonst mögliche Institutionen, mit denen ich in irgendeiner Form was zu tun hatte, möglicherweise in irgendeiner Form mit meinen Meinungen, die ich hier äußere, konfrontiert werden und dann dazu irgendwie Stellung beziehen müssen. Und das möchte ich irgendwie vermeiden, dass da irgendjemand kompromittiert wird. Also Institutionen, mit denen ich zu tun hatte oder noch vielleicht zu tun haben werde oder irgendwas in der Richtung. All sowas, ich würde es gern vermeiden und habe aktuell gewisse Pläne und hoffe, das klappt. Und wenn ja, dann werdet ihr in ein paar Monaten wissen. Und wenn in ein paar Monaten nichts Aufregendes passiert, dann hat es irgendwie nicht geklappt. So viel dazu. Bernd Schillinger. Hallo Ben, ich habe einen Neffen, 10 Jahre alt. Wie ist das nun mal heutzutage so ist? Sitzen die Kinder so wie zu oft vor der Glotze und schauen nur Müll an? Ja, kenne ich. Mir wäre es lieber, sie schauen was Interessantes, wo sie auch was lernen können. Hast du Vorschläge, nicht nur aus nicht auch als Lernvideos auf CD für Kinder? Ach so, Entschuldigung, ich kann nicht lesen heute. Könntest du deine Vorträge nicht auch als Lehrvideos auf CD für Kinder anbieten? Ich würde dir die gerne abkaufen. Das ist eine interessante Idee. Generell ist ja Waldpädagogik für Kinder was boomt. Das lernt inzwischen fast jeder Forschstudent im Studium. Man muss das nicht machen, man kann das machen. Das ist in den allermeisten Fällen ein Zusatzfach. Und ich habe versäumt, also ich habe mich dazugehockt und habe da ein bisschen reingeschnüffelt. Ich habe grundsätzlich in jedes Fach, fast jedes Fach, bis auf Pilze und beim Holz war ich auch ein bisschen faul, vergleichsweise. Da habe ich immer noch viel machen müssen, auch gezwungenermaßen, wofür ich jetzt heute allerdings dankbar bin. Aber bei Pilzen war ich faul und bei Vögeln habe ich auch nicht so viel aufgepasst, wie ich vielleicht hätte sollen jetzt im Nachhinein. Ja, primär Pilzen und überhaupt insgesamt so Krankheiten, Baumkrankheiten und so ein Zeug, da habe ich auch nicht aufgepasst. Ja, aber generell, Waldpädagogik habe ich ein bisschen reingeschaut. Ich habe aber jetzt nicht irgendeinen Nachweis, der mich als großer Waldpädagoge ausweist. Also deshalb konzentriere ich mich halt lieber auf Erwachsene, weil da braucht man so einen Nachweis nicht. Da musst du nicht irgendwie einen Sitzkreis machen, bevor du was zum Wald erzählen kannst. Da kannst du es auch so tun. Wobei bei Erwachsenen manchmal so ein Sitzkreis vielleicht gar keine so blöde Idee wäre, je nachdem. Aber egal. Ich habe halt irgendwie nicht so wirklich die Qualifikation, aber ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich irgendwelche beruflichen Pläne habe. Ja, vielleicht geht's mal in die Richtung. Also so viel kann ich, glaube ich, verraten. Eines Tages würde ich gern mal in irgendeiner Form irgendwas publizieren, was in schriftlicher oder auch in kombiniert schriftlicher und bildlicher Form als Waldlehrbuch mit vielleicht dazugehöriger Datenträger, muss man ja sagen. In grauer Zukunft wird das wahrscheinlich keine CD mehr sein, verfügbar ist. Also so ein ganz paar Kapitel gibt's dazu auch schon. Die was taugen, habe ich keine Ahnung, aber man wird ja wohl noch mal träumen dürfen. Ich schreibe im Übrigen auch gern, ich produziere gerne Text in geschriebener und gesprochener Form, so ist das jetzt nicht. Das mit dem Schreiben ist immer so ein Problem, weil meine Rechtschreibung ja unter aller Sau ist. Ach ja, ja, also um die Frage zu beantworten, vorstellen könnte ich es mir. So, dann hier My Music, hypothetische Annahme. Ein Zirkus macht Gastspiel nah in deinem Waldgebiet. Eine Kobra oder Tiger oder Tiger bricht aus und flüchtet dort hinein. Bist du als Förster verantwortlich? Denke ja. Oder wird sowohl die Polizei, sogar die Polizei mit eingeschaltet? Jäger, Fragezeichen. Welche Sicherheitsmaßnahmen werden gemacht? Ja, generell. Der entsprechende Förster in der Gegend, der ist schon, der hat da schon was, eine gewisse Verantwortung. Also er ist nicht schuld, wenn da jetzt was passiert.
heißt nicht, wenn der Förster das Viech vorher erwischt hätte, dann, der, so ist der Förster schuld. So weit geht es natürlich nicht. Aber ja, auch Polizei sofort und sämtliche Jäger. Man wird wahrscheinlich jeden, der in irgendeiner Form ein gewisses Maß an Fachkompetenz im Umgang mit solchen Viechern hat, hinzuziehen. Es gibt auch noch ein paar spezielle Experten für solche Fälle. Vielleicht 4 in der gesamten Bundesrepublik, der müsste dann halt anreisen. Das war ja so ähnlich wie beim Bär Bruno, wer den noch kennt, den sie dann ja leider am Ende erschossen. Leider auch aus nachvollziehbaren Gründen, muss man sagen, am Ende erschossen haben. So halt nachvollziehbar. Also, ich tue mich da schwer. Müsste ich ein eigenes Video zu machen, aber es ist schon nicht ganz. Es wurde viel falsch gemacht beim Bruno, aber am Ende. Das Erschießen am Schluss, das war dann leider Gottes richtig. Man hätte es vorher besser lösen können, aber als sie ihn dann erschossen haben, da war das dann auch notwendig, wahrscheinlich. Kann man schwer sagen. So genau wird man das auch nie wissen. Eben solche Fälle sind das dann. Da hatten sie ja auch irgendwelche Spezialisten angeheuert und so. Sowas würde dann da nach und nach auch passieren. Kommt drauf an, wie lange die Situation schon dauert. Wenn man es relativ schnell wieder einfangen kann, natürlich auch mit den Menschen vom Zirkus, die müssten da auch mithelfen. Ja, dann würde das auf diesem Wege irgendwie hoffentlich relativ unbürokratisch und schnell gelöst werden. Generell ist sowas zu töten, wenn man es wirklich nicht mit vertretbarem Aufwand fangen kann, weil herumrennen und so weiter darf es nicht. Und je nachdem, was für ein Viech das ist, was da ausboxt, hat es auch keine nennenswerten Überlebenschancen bei uns. Also eine Kobra hätte es zum Beispiel schwierig, dafür ist es bei uns zu kalt, im Winter würde die eingehen. Ja, sonst, ich kenne das genaue Vorgehen nicht in so einem Fall. Das ist bisher noch nicht so wirklich oft im Studium thematisiert worden und mir sonst auch noch nicht vorgekommen. Was hältst du von Holzvergasern als Alternative zu Öl-Gasheizungen im Privathaushalt? Oder siehst du in Holzvergasern eine Möglichkeit, um Strom in größerem Maße zu produzieren, ein kleines Kraftwerk? Oder hältst du generell nichts davon? Ja, das ist so eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage und die wird im Studium sehr wohl diskutiert und auch in der Wissenschaft ganz viel debattiert. Vielleicht habt ihr es gerade mitbekommen, aktuelles Beispiel aus den Nachrichten. Da hat wohl die Bundesregierung beschlossen, dass er jetzt mal wieder ganz viel Ökostrom ausbauen will und so gefördert werden und so weiter und so fort. Und sie wollten Biomasse in irgendeiner Form, glaube ich, nicht so genau definiert, was denn jetzt mit Biomasse zu verstehen ist, also größtenteils eben Vergasung, also zu Gas draus machen und das Gas dann verbrennen, wollten sie nicht drin haben und dann hat die CSU, richtig. Die haben dann quergeschossen und wollten das mit drin haben. Liegt daran, dass Bayern in solchen Dingen halt wirklich führend ist und dass da eine große Rolle spielt. Es gibt in Bayern einen vergleichsweise hohen Anteil an irgendwelchen Biomasse-Heizkraftwerken, wo sie in irgendeiner Form Biomasse eben, sei es Gülle, sei es in den seltensten Fällen, aber gibt es auch, Holz, tatsächlich auch Mais vom Acker und allen möglichen anderen Scheiß, eben da verbrennen und damit auch kleine Dörfchen versorgen können. Da gibt es ein paar Fälle, da wird das praktisch schon so gemacht. Ja, es ist so eine Sache, wenn man als kleine autarke Kommune beispielsweise abgeschlossen von allem anderen, die Kapazitäten hat, auf Dauer so viel Biomasse irgendwo zum Verbrennen anzupflanzen und dann damit seinen Strombedarf decken kann, dann ist das durchaus eine gute Möglichkeit, um das eben zu tun. Man könnte die Asche aus dieser Verbrennung wieder auf das entsprechende Feld, wo diese Biomasse, gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre Mais, scheißegal, wächst, um damit das Ganze wieder zu düngen. Und im Prinzip hätte man dann schon fast einen ewig währenden Kreislauf, mit dem man ganz lange Zeit auf umweltverträgliche Art und Weise seinen Energiebedarf decken kann. Dafür braucht man aber pro eine kleine Gemeinde eine vergleichsweise hohe Fläche. Und das würde im großen Maßstab dann, wenn man es spätestens global, nicht mehr funktionieren, weil wir dafür nicht die Kapazitäten haben, gleichzeitig genug Biomasse für die Stromerzeugung und zur Ernährung zu produzieren. Deshalb, in Einzelfällen kann das eine gute Lösung sein, wenn halt eben das Ganze klein genug und weit weg von allem ist, ja. Aber generell als Lösung für die globale Energiekrise oder als Lösung für alles Mögliche, sehe ich das nicht so.
Ich habe das so gelernt, diese ganzen regenerativen Energien, also Windkraft, eben Biomasse, Heizkraftwerke, irgendwelche Photovoltaik oder sonstige Späße mit der Sonne eben, das funktioniert alles nicht alleine. Also man kann nicht nur Windräder aufbauen, man kann auch nicht nur eine Photovoltaikanlage in die Wüste stellen, auch wenn ich davon immer noch irgendwo so ein bisschen ein Fan bin, aber dafür weiß ich auch nicht genug dazu. Das wäre ein anderer Studiengang dann. Aber all das geht nicht für sich alleine. Man braucht schon einen Mix aus verschiedenen regenerativen Energiequellen. Wasserkraft natürlich auch noch. Und ja, so würde ich das halt eben auch mit der Biomasse ansehen. Kleinräumig, wo nichts anderes verfügbar ist, dafür aber Platz, könnte man das dann vielleicht ins Portfolio mit aufnehmen. So, dann Philipp Peinhoft. Lieber Ben, ich habe dich zwar auch schon unabhängig davon per Mail kontaktiert. Ja, bei Mails beantworten bin ich noch weiter hinten dran als bei Kommentare kommentieren. Ich fühle mich schlecht. Ich grinse zwar, aber es ist ein trauriges Grinsen. Nein, wirklich, das tut mir immer leid. Ich möchte dann gerne zurückschreiben, aber ich kenne mich, wenn ich dann mal anfange zu antworten, das ist auch bei den Kommentaren so. Ich habe eine Zeit lang versucht, nur ganz kleine Kommentare nur kurz zu beantworten. Aber das klappt dann in manchen Fällen, ja klar, wenn es nur ein kleiner Kommentar ist, kann man den auch kurz beantworten. Aber irgendwann ufert es dann doch aus und dann schreibe ich wieder einen halben Roman. Und bei E-Mails mache ich das generell. Und deswegen, das braucht eine Zeit. Ich kann so ungefähr 1 bis 2 E-Mails pro Woche beantworten. Und ist ganz unterschiedlich, wie viel ich pro Woche bekomme. Aber ich bin hinten dran. Manche E-Mails sind auch nur kleine E-Mails. Und neuerdings kriege ich jetzt auch so lustige Anfragen von irgendwelchen YouTube-Netzwerken, die mich da gerne dabei hätten, was ich generell nicht will. Es ist ja alles nicht auf Geld basierend, was ich mache, zumindest bisher. Vielleicht irgendwann mal eines Tages, aber aktuell habe ich da keinen Bock drauf. Ja, also bei E-Mails bin ich ganz weit hinten dran, das wollte ich sagen. So, jetzt weiter im Text. Da hast du mir nochmal deine Mail einkopiert, die habe ich natürlich gelesen und jetzt muss ich das mal versuchen einigermaßen zu kürzen, das ist nämlich ganz lange. Wenn ihr die entsprechenden Fragen übrigens im Original haben wollt, müsst ihr leider unter das Fragestellvideo drunter gucken. Ich kann das jetzt nicht alles einzeln hier einblenden und so, dann hocke ich morgen noch am Schneiden. Das tue ich sowieso, aber egal. Genau. Feuer im Zelt, beziehungsweise Kochen im Zelt, in irgendeiner Form mit offenen Flamme im Zelt hantieren. Da gibt es Meinungen von, das ist ein absolutes No-Go, da erstickt man im Zelt oder die Bude fackelt einem ab, bis hin zu, ja, das kann man bei schlechtem Wetter schon mal machen. Ich glaube, generell willst du ungefähr wissen, was da meine Meinung zu ist. Ich koche bei miesem Wetter bei geöffnetem Vorzelt, im Zelt sitzend, im geöffneten Vorzelt. Also so, dass da quasi alles wunderbar entweichen kann, was da irgendwie davon dampft. Das mache ich dann schon mal hin und wieder, wenn das Wetter so richtig, richtig, richtig mies ist. Kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Zelt an. Und wenn ich es mache, dann bin ich extrem vorsichtig. Und ich mache das dann, wenn ich mit so koche, dann auch nur mit irgendwelchen Kochern, bei denen ich sicher bin, dass die keinen großen Funkenflug erzeugen. Also ein Hobokocher, nee, ein Holzvergaser auch schon nicht. Trangia, ja, das könnte man vielleicht noch machen, aber da habe ich dann auch Angst, dass ich den umwerfe. Am liebsten wäre mir da wirklich dann irgendwas, was mit einer dicken Paste brennt. Oder ein Gaskocher, weil der hat halt dann auch keine, dass da mal eine Stichflamme entsteht oder ähnliches, ist auch unwahrscheinlich. Man könnte ihn ja draußen anzünden, da wo die größere Flamme entsteht beim Anzünden. Das könnte man dann ganz draußen machen und ihn sich dann ganz gemütlich ins Vorzelt stellen und ganz vorsichtig sein. Ich habe das noch nicht so oft gemacht. Meistens koche ich auch beim miesesten Wetter draußen, halt mit Regenklamotten und das Risiko, dass einem das Zelt abfackelt, ist schon groß. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass das wirklich so viele Kohlenmonoxid-Menge sich da in einem Zelt ansammeln kann, dass das lebensgefährlich wird. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Na, hallo. Ja, das halte ich dann doch eigentlich eher für etwas, jetzt ist es weg, unwahrscheinlich. Bin ich aber auch kein Experte für. Die Zelte haben ja einen Lüfter. Da ist ja immer ein gewisser Luftaustausch. Es herrscht auch im Zelt immer ein gewisser Luftstrom. Vielleicht ist es nicht gerade gesund. Gesund ist es bestimmt nicht.
Ich hatte aber auch noch nie im Einsatz ein so großes Zelt, in dem man nennenswert wirklich im Zeltinneren kochen könnte. Einfach vom Platz her wäre das gar nicht möglich. Ich habe grundsätzlich nur Ein-Personen-Zelte oder Zwei-Personen-Zelte im Einsatz. Wenn ich mal mit einem Drei-Personen-Zelt reise, dann ist das auch mit 3 bis 4 Personen belegt. Demzufolge hat sich das Thema dann auch schon erledigt, da ist dann auch kein Platz. Ja, und dann eine Mücke. Jagd mit Bogen bzw. Armbrust. Interessiert ihn eher vom theoretischen Standpunkt, hat er jetzt nicht vor. Ja, die Amis, die pirschen halt mit Pfeil und Bogen. Also die schleichen damit wirklich durch den Wald und wenn ihnen irgendein Wild vor den Pfeil oder den Bolzen springt, dann wird das entsprechend erlegt. Was hältst du grundsätzlich von dieser Vorgehensweise? Kann eine Jagd mit dieser Waffe waldgerecht durchgeführt werden, insbesondere was das Töten des Wilds angeht, ohne dieses unnötige Leid zuzufügen? Generell kann, ja. Aber das Risiko, dass halt da was schief geht, ist halt erheblich höher, als wenn man wirklich mit so einem enorm fetten Jagdpatrone auf das Vieh schießt. Zum Beispiel ein Reh. Ein Reh ist in den allermeisten Fällen völlig unabhängig davon, wo es getroffen wird, einfach durch den Schock, dieser enorme Aufprall und diese enorme Verletzung. Selbst wenn sie jetzt irgendwo eben stattfindet, wo es nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, ist es in den meisten Fällen eh tot. Stirbt am Schock. Herzversagen und so weiter und so fort. Ja gut, ob es jetzt in den meisten Fällen ist, es gibt da keine genaue Statistik dazu, aber es kommt ganz oft vor, dass das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dieser fehlenden enormen Austrittswunde, die da möglicherweise, je nachdem, mit was man schießt, entstehen kann. Da tue ich mich schwer. Also es gibt auch Pfeile, die relativ fies sind. Also generell ist es ja so, dass, so viel weiß ich, dass wenn man mit irgendwelchen Pfeilen oder eben Bolzen auf die Jagd geht, das müssen erstens irgendwelche sein, die irgendwelche langen Klingen dran haben, weil die sind dann tödlich, wenn sie quasi irgendwelche tiefen Schnitte ins Herz verursachen und das wäre blöd, wenn du da einfach nur so eine Standard-Pfeilspitze hättest, wie man sie zum Beispiel, wenn man auf Scheiben schießt, verwendet. Da würde der Pfeil einfach in dem Viech drinstecken. Nach und nach wird es an der inneren Blutung dann auch krepieren, aber halt eben sehr langsam und qualvoll. Krepieren ist da schon das richtige Wort. Das müssen dann schon wirklich irgendwelche Klingen am Pfeil eben dran sein, die da tiefe Schnitte im Gewebe verursachen, möglichst irgendwelche Arterien durchtrennen und dann ist es relativ schnell tot. Was man aber halt eben niemals erreicht mit solchen Geschossen, ist, dass das komplette Herz auf der anderen Seite aus dem Tier rausfliegt. Und sowas kannst du halt, das ist jetzt natürlich ein bisschen metaphermäßig ausgedrückt, aber so eine in die Richtung gehende Reaktion kannst du mit Schusswaffen halt schon hervorrufen. Die sind schon wirklich viel, viel, viel tödlicher. Und gerade irgendein Treffer an Stellen, wo kein lebenswichtiges Organ sitzt, ist mit einem Pfeil oder einem Bolzen auf keinen Fall so tödlich wie eine Schusswunde mit entsprechendem Projektil. Teilweise wird halt eben auch mit gerade bei der Jagd halt eben mit Kalibern geschossen, die sind absolut tödlich. Manch einer jagt da auch wirklich mit Dingen geschossen, die sich im Körper des Tieres noch verformen. Und so genau kenne ich mich mit Jagdmunition nicht aus. Man merkt es, glaube ich, dass ich hier vor mich hin stottere. Aber halt irgendwelche Hohlspitzgeschosse, die dann wirklich im Körper aufpilzen und dann eine riesen Austrittswunde und einen unglaublichen Schaden verursachen. Sowas ist gut, weil es ist sicher tödlich. Bin da skeptisch. Klar, ein Meisterschütze tötet auch mit einem Pfeil oder einem Bolzen, aber gerade in Amiland wage ich zu bezweifeln, dass da nur Meisterschützen auf die Jagd gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ein paar Vorurteile gegen Amiland. Da die ernsthaft drüber nachdenken, einen Donald Trump zu wählen, finde ich, sind diese Vorurteile durchaus gerechtfertigt. Falls man mit Bogen bzw. Armbrust jagen kann, ohne den Tieren unnötiges Leid zuzufügen, wie stark sollte der Bogen, die Armbrust, das Gerät deiner Meinung nach mindestens sein? Ich glaube, es kommt gar nicht so wahnsinnig drauf an. Also mit irgendwelchen 40 Pfund, 60 Pfund Geschichten wirst du auf jeden Fall schon ausreichend Power haben. Wichtig ist halt eben auch die Beschaffenheit des Pfeils, dass der halt eben, wie gesagt, diese Klinge da dran hat und dann langen, tiefen Schnitt im Gewebe verursacht und irgendwelche lebenswichtigen
Arterien oder halt wirklich das Herz direkt entsprechend so verletzt, dass ein sehr schneller Tod eintritt. Man muss halt eben dazu sagen, ein sehr schneller Tod. Das meistens der Haupttod, Todesursache wird wahrscheinlich inneres Verbluten sein, was möglicherweise eben sehr schnell geht, wenn das Vieh ein langer, tiefer Schnitt ist, der da eben erzeugt wird. Und ja, es ist halt nicht eben, ich habe es ja schon gerade erwähnt, dass das Herz auf der anderen Seite am Baum klebt. Das hat mir mein Jagdmensch damals so erklärt. Der hat immer eine sehr bildliche Sprache gehabt, war nicht jedermanns Sache. Ja, schwarzer Humor. Wäre das unter Umständen auch für eine extrem langfristige Survival-Situation, also à la Zombie-Apokalypse, World War III, vollständiger Zusammenbruch der Zivilisation und so weiter und so fort, geeignet, um sich etwas zusätzliche Nahrung zu erjagen? Ja, das auf jeden Fall. Oder kann man das als eingeschränkt naturerfahrener Laie ohnehin komplett vergessen, weil man da einfach nichts fängt bzw. erwischt? Ja, schon. Also nimm mal an, du hast wirklich ein Set, irgendeine Hightech-Armbrust mit reichlich Bolzen in deinem Prepper-Versteck in irgendeiner Kiste im Wald deponiert, kommst in deinem normalen Zivilisationsleben nicht dazu, damit regelmäßig zu üben. Eine Sache, die man hat, nachdem die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, also sagen wir einfach mal, völliger Zusammenbruch der Zivilisation wegen was auch immer. Da hat man ja in der Regel doch genügend Zeit. Das wissen wir übrigens von Naturvölkern, die verbringen 3-4 Stunden, wenn sie dann irgendwie lange Naturvolk sind und das schon effektiv gelernt haben, maximal 3-4 Stunden arbeiten, die am Tag, den Rest des Tages sitzen, die rum und haben Freizeit, weil mehr Arbeit ist nicht notwendig, um am Leben zu bleiben. Sprich, du hättest voraussichtlich spätestens nach den ersten paar Tagen, nachdem man sich so halbwegs eingerichtet hat, wirklich reichlich Zeit, um Armbrustschießen zu üben. Und wenn man das lange übt, dann trifft man irgendwann auch mal was. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Wüsste nicht, was dagegen sprechen würde. Man müsste halt so ein Ding dann mal haben. Und es ist auf jeden Fall wichtig. Armbrust generell einfacher als Bogen. Und je hightechiger und je toller das Ding, ja klar, desto besser ist es. Also jetzt beim Treffen und so weiter. Auch wenn ich diese Hightech-Armbrüste grottenhässlich finde und mich überhaupt nicht reizen. Auch diese Hightech-Bögen mit, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. So ein stinknormaler historischer Langbogen, sowas finde ich enorm faszinierend. Und ich schieße auch ein bisschen. Ich habe auch so einen relativ einfachen Bogen daheim rumstehen. Werd mir auch irgendwann mal, wenn ich mal wieder überflüssiges Geld habe, vielleicht, wenn mich nicht wieder irgendeine Frau dafür tötet, einen schönen, ja, historisch anmutenden Bogen zulegen. Ich will so ein Ding auch irgendwann mal selber bauen, aber Herrgott, Zeit müsste man haben. Aber das halte ich schon auf jeden Fall für ein, vor allen Dingen so als hobbymäßig, das so ein bisschen üben. Also das mache ich ja auch nur so ein ganz bisschen. Alle paar Monate gehe ich mal einen Abend schießen oder einen Nachmittag oder irgendwie sowas. Aber es macht halt auch Spaß. Von daher kann ja nicht schaden. Ja, na.